Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Stardew Valley Expanded. Direkt eine Info vorweg. Ich nehme für gewöhnlich immer 7 Folgen auf, nehme aktuell aber tatsächlich immer sehr viel auf einmal auf, weil ich halt einfach Bock habe zu spielen. Und ich nehme da aber trotzdem immer in 7 Folgenschritten auf. Das heißt, ich nehme 7 Folgen auf, pack die in den Folgeordner, benenne die um, dann kommen die nächsten 7, dass ich halt nicht durcheinander komme und halt auch immer 7 Folgen habe. So wie ich es bei Palworld halt aktuell auch mache. Und immer wenn ich Bock habe, nehme ich irgendwie 20, 27 Folgen auf, je nachdem wie der 7er Schritt halt gerade ist. Und wie es der Zufall so will, wollte die gute Salome dann kürzlich aufnehmen. Wir haben ja Planet Crafter angefangen. Und da war ich mit der 6. Folge fertig von dem aktuellen Schritt und dachte mir, ja, komm, ne, machst du die Folge 7 halt danach. Ja, wir haben nur leider sehr lange aufgenommen, dann hatte ich keine Zeit mehr, weil ich ins Bett muss. Ich musste ja am nächsten Tag wieder arbeiten. Und das Problem ist, dass in der Nacht ein neues Update kam von dem Entwickler, was die Mods wieder über den Haufen geworfen hat. Das heißt, mir hat eine verdammte Folge gefehlt und das ist ein so unfassbar unbefriedigendes Gefühl. Das ist so ein... Das ging einfach gar nicht und ich habe halt wie immer geupdatet ohne Ende. Das Problem ist, eine Mod wird offensichtlich gar nicht mehr geupdatet und da sehen die Felder jetzt so aus. Und nicht nur das, auch hier in unserem Gewächshäuschen, ihr seht hier unten, hier fehlen Icons, hier fehlen Icons, hier und da, hier oben irgendwo, hier fehlt, hier an den Blumen, auch in manchen Kisten fehlen Items und ich habe auch schon rumprobiert, wenn man die pflückt, man kann sie auch nicht mehr verkaufen, es ist also eine pure Fehlmeldung, da geht gar nichts mehr. In den Kisten hier, ihr seht, ist auch alles, ne, na, in den Kisten sind auch Fehlmeldungen drin. Gott sei Dank steht noch dabei, was es ist. Warum, das erkläre ich euch gleich. Und wir haben jetzt auch die Zeit gestoppt. Warum, erkläre ich euch auch gleich. Ich habe unfassbar lange nach Alternativen gesucht. Es gab zum Beispiel, also die Mod, die nicht mehr geupdatet wird, die schon seit 5 Jahren nicht mehr geupdatet wird und jetzt halt mit diesem Folge-Update nicht mehr funktioniert. Vorher hat sie noch funktioniert. Nennt sich Better Artisan Icons Good oder Better Artisan Goods Icon, irgendwie sowas in der Richtung. Also macht einfach schönere Icons und wie man sieht, okay, das ist noch anwesend hier, diese Dinger. Ja, stimmt. Ich glaube, mich zu erinnern, dieses, wie hieß das? Even Better Artisan Icons oder so. Das kümmert sich um Weinflaschen, das kümmert sich um Honiggläser und um Marmeladengläser, aber unterstützt die Crops selber nicht mehr. Das habe ich gelesen auf deren Seite, aber die haben halt bisher dieses Artisan Goods, dieses Icon verbessern nicht mehr drinne. Und das heißt, dass alles, was damit verbessert ausgesehen lassen hat, das funktioniert halt nicht mehr. Allerdings, was ich festgestellt habe, hier ist was drin, hier nicht, hier auch. Was ich festgestellt habe, wie ihr hier vielleicht gesehen habt, diese Shrub Seeds funktionieren nicht mehr, der hier aber schon. Das heißt, diese Shrub Seeds waren zu dem Zeitpunkt, wo das Ding kaputt war oder wo das Ding funktioniert hat, das offenbar nicht mehr. Und ich habe auch festgestellt, ich habe da ein bisschen dann rumprobiert, weil ich dachte, ey komm, ne, ich will aufnehmen, ich will wissen, was da noch kommt und ich habe so keinen Bock mehr. Funktioniert das denn nicht? Weil ich hatte eine Zeit lang, da habe ich das Expanded gespielt, da hatte ich diese Mod noch gar nicht drinne. Diese Mod habe ich drinne. Seitdem das SMAP, also das Mod-Programm selber, das verlangt hat, nachdem ich das Expanded geupdatet habe. Da stand dann dabei, ja, das und das konnte nicht geladen werden, weil das Better Icons fehlt.
Und dann habe ich das gegoogelt, habe das mit reingenommen, dann hat ja wieder alles funktioniert und jetzt halt einfach nicht mehr. Und was ich jetzt festgestellt habe, nachdem ich diverse andere Mods getestet habe, die allesamt nicht funktioniert haben, habe ich mir gedacht, guck mal, man kann hier auch übrigens nicht mit der Ding mehr ernten. Und hier kostet auch nichts, ne? Man kriegt kein Geld für, es sind also pure Fehlmeldungen. Habe ich etwas getestet, nämlich folgendes. Habe ich folgendes getestet. Weil hier, na gut, Little Shrub. Weil hier die Shrub Seeds sind ja auch noch vorhanden, auch mit Icon. Also habe ich mir gedacht, tada, es ist wieder hier. Habe ich mir gedacht, pflanz die einfach mal an. Lass die mal wachsen mit unserem Cheatcode. Und tada. Sie sind wieder anwesend. Sind wieder erntbar. Und verkaufbar. Na Mensch. Und da dachte ich mir dann, okay, weißt du was? Was ich jetzt mache? Scheinbar gelten diese Fehlmeldungen nur ausschließlich für die aktuellen Sachen, die hier gepflanzt sind und die, wo gesammelt wurden, also die, wo aktiv noch direkt mit dieser Mod hergestellt, gepflanzt und gesammelt wurden. Alles, was dann ohne diese Mod neu gepflanzt wird, hat wieder das alte Antlitz und sieht aus wie vorher und müsste dementsprechend auch wieder nutzbar sein. Das heißt, das hier wird jetzt einfach mal eine Bug-Fixing- oder Update-Fixing-Special-Folge werden, wo wir halt einfach hier das Ganze neu pflanzen, die Sachen, die wo fehlerhaft sind, in den Kisten aussortieren und gegen funktionierende austauschen. Und ist eigentlich auch mal ganz interessant zu sehen, was wirklich passiert, wenn eine Mod nicht mehr funktioniert, nicht geupdatet wird oder fehlerhaft ist. Man kann, also ich hätte jetzt, wäre irgendwann mal das Ding hier geupdatet worden, hätte es einfach wieder so ausgesehen wie vorher, alles tut die. Aber es ist nur die Frage, diese Mod wurde seit 5 Jahren nicht mehr geupdatet. Es sind, ich glaube, 1 oder 2 Meldungen drin, dass diese Mod hier jetzt nicht mehr funktioniert und das doch bitte geupdatet werden soll. Ich bin mir fast sicher, dass der Typ oder die Tussi, das Mädel, Verzeihung, ich nehme es zurück, dass der Programmierer oder die Programmiererin keine Lust mehr hat, warum auch immer, also das zu updaten und das dann halt auf ewig so aussehen würde. Deswegen habe ich gedacht, nee, das kann es nicht sein. Und dann ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich dachte mir dann so, warte mal, das ging doch früher auch, ne, wo ich diese Mod, diese Better Icons noch nicht hatte. Ging das doch auch. Da wurde auch das ganze Gelumpe angezeigt. Das heißt, wenn ich das wegnehme und neu anpflanze, sodass das ohne diese Mod, dass diese Icons ohne diese Mod wachsen und gedeihen, dann müsste es doch theoretisch wieder funktionieren. Ausprobiert, getestet, also gemacht, getestet und für gut befunden. Ich hoffe natürlich, ich gebe keine Garantie, dass das wirklich funktioniert. Es kann gut sein, dass wir irgendwie das Spiel das nächste Mal starten und der ganze Quatsch dann wieder so aussieht, weil eben diese Mod doch irgendwie fehlt. Hoffe ich natürlich nicht. Ansonsten müssen wir künftig halt auf diese Crops verzichten, wo davon halt irgendwie profitieren müssten. Und das heißt, diese Salalberries, diese Ancient Fibers und diese Wintercrops, das würde ich dann halt ganz einfach wieder rausnehmen, weil, naja, lieber habe ich die Mods, habe ich das dazugehörige halt nicht auf dem Feld, bevor dass ich halt ständig irgendwie diese ganze Scheiße hier gewissermaßen so austauschen muss. Von daher würde ich das dann so machen. Wir probieren das jetzt allerdings erstmal aus. Ob das so funktioniert, ob das bleibt, auch nach dem Wiedereinloggen. Wir müssen dann natürlich auch einen Tab speichern. Aber genau, und deswegen lasse ich euch daran teilhaben, weil ich habe nämlich festgestellt, so, oh,
Warte mal, damit diese Änderungen dann ja gespeichert werden und ich, wenn ich dann wieder Let's Playe, nicht wieder von vorne anfangen muss mit dem ganzen Gezubbel, muss ich ja einen Tag abspeichern. Und dann kam ich dann auf die Idee, nachdem ich ungefähr, naja, 3/4 des Feldes hier abgeerntet habe, habe ich dann festgestellt, shit, gut, da habe ich dann gesagt, gut, fängst du nochmal an, nimmst du deine Zuschauer mit, zeigst denen mal, was passiert, wenn eine Mod nicht mehr so richtig arbeitet, wie sie soll. Und, ja. Und so ungefähr läuft das auch bei Minecraft ab. Immer wenn Minecraft ein klitzekleines Updatechen kriegt, zack, es funktioniert einfach gar nichts mehr und du musst teilweise Ewigkeiten warten, bis die Modder mit ihren Mods nachziehen und das updaten, wenn sie es überhaupt machen. Ich hatte es schon so oft, dass ich tolle Mods einfach mit dabei hatte bei Minecraft. Dass dann ein Fitzelchen-Update kam, der einen kleinen Fehler behoben hat. Sämtliche Mods haben nicht mehr ordentlich funktioniert. 2/3 davon wurden nicht gemoddet, auch nach Monaten nicht. Und ich musste die dann rausnehmen, damit ich dann überhaupt irgendwie wieder spielen konnte, weil ja, weil sonst das Spiel halt einfach immer abgestürzt ist. Ne, da lobe ich mir wirklich die Sinobin-Mod, wo alles auf einmal ist, wo ich den Modder auch kenne, auch persönlich kenne. Und wo ich weiß, okay, er liebt Minecraft, er macht das unfassbar gerne und er updatet auf jeden Fall auch mit. Das Einzige, was ab und zu bei ihm ist, wenn das nur kleine Miniatur-Updates waren oder sich irgendwie innerhalb kürzester Zeit mehrere ankündigen, hat er auch schon gesagt, ah, ich ziehe bei diesem Update jetzt einfach gar nicht mit, weil das ist mir zu doof dafür, dass irgendwie in 2 Wochen höchstwahrscheinlich noch mehr Bugfixes kommen und das ist mir einfach zu viel Arbeit. Ich warte, bis das komplette Ding einfach durch ist und dann ist die Sache gegessen. So, wir haben hier jede Menge Fehlmeldungen, die wir eigentlich wegschmeißen können. Ich möchte die nicht unbedingt verkaufen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das dem Spielstand schadet. Deswegen werde ich das einfach wegschmeißen und werde hier neu einsäen und neu pflanzen, dass wir für die restlichen Tage halt nochmal unsere Verdienstmöglichkeiten haben. With Unkraut. Ich weiß zwar nicht, wo da Unkraut dabei sein soll, aber okay. Lass ich mal so stehen. Im Übrigen wurde bisher diese Quiesprinkler auch noch nicht... Upsi. Wurde diese Quiesprinkler auch noch nicht geupdatet. Das heißt, es wird jetzt künftig kein verbesserter, größerer Sprinkler mehr kommen, der wo nicht nur einen größeren Umkreis hat, sondern auch gleichzeitig noch mit düngt. Ist aber fürs Let's Play, glaube ich, nicht ganz so krass wichtig, weil ich hier im Let's Play nicht so diese krassen Sammelaktionen mache, wie ich im Privatspielstand mache, wo ich beispielsweise von jedem Produkt, von jeder Qualität einen ganzen Stack sammle. Das ist meine Stardew Valley-Leidenschaft gewissermaßen. Mache ich hier im Let's Play eher weniger. Aus dem Grund ist das nicht ganz so tragisch. Ist aber trotzdem schade, weil das war schon echt eine coole Mod mit diesem Quiesprinkler. Bisher wurde da leider auch noch nichts geupdatet. Diese Quiesprinkler, die funktionieren seit dem Update auf die 1.6, funktioniert es leider nicht mehr. Da habe ich auch in meinem Privatspielstand gar nicht mehr weiterspielen können. Weil ich das Problem habe, dass ich auf der Insel bereits die großen Sprinkler gesetzt habe. Und die halt jetzt nicht nur unsichtbar sind, sondern ich auch nicht mehr entfernen kann. Das heißt, da stehen jetzt unsichtbare Sprinkler, die nichts tun, aber einen Platz versperren, um normale Sprinkler zu bauen. Sonst hätte ich das schon umgeswitcht auf die normalen und hätte da ein bisschen umgearbeitet. Aber gewissermaßen, wenn diese Key-Sprinkler nicht geupdatet werden, ist der Spielstand eigentlich für ein Popo und ich kann gerade nochmal von vorne anfangen. Oder ich finde irgendwie eine Möglichkeit, diese blockierenden Sprinkler irgendwie zu entfernen und das umzubauen. Und das wäre so die andere Möglichkeit, dass ich dann da halt zumindest wieder weiterspielen kann. Ist halt immer schade. Aus diesem Grund spiele ich ganz häufig auch gar nicht mit Mods. Weil dann habe ich nämlich genau dieses Problem halt nicht, dass ich hier jetzt bei Stardew Valley ständig habe aktuell, weil ständig was geupdatet wird.
und ich dann das Problem habe, dass ich warten muss, bis die Mods ihre Mods geupdatet haben. Bis die Modder ihre Mods geupdatet haben, so rum. Und ja, wenn sie das halt einfach nicht tun, kann ich halt einfach nicht spielen. Vor allem, wenn es halt die Hauptmod ist, hier wie das Expanded, ne? Wenn die das halt nicht zeitnah anpassen, dann kann ich halt, oder gar nicht anpassen, dann kann ich halt einfach nicht mehr spielen. Deswegen, auf der einen Seite würde ich ultra gerne auch selber Mods herstellen oder programmieren können. Auf der anderen Seite fühle ich mich dann aber halt echt hart verpflichtet, selber dann auch die Mods weiter zu updaten, auch wenn ich vielleicht überhaupt keinen Bock mehr habe oder so. Weil ich kann das irgendwie nicht, dass wenn ich irgendwas erstelle und es braucht ein Update und die Leute fragen, oh, das ist eine coole Mod, kannst du die bitte updaten? Und ich denke mir einfach, nee, ich habe keinen Bock mehr, die Mod ist tot. Ich kenne es, ich habe seit 5 Jahren nicht mehr geupdatet. Glaubt ihr ernsthaft, ich mache da dran nochmal was? Pech gehabt, ne? Das kann ich halt schlicht und einfach nicht. Und wenn ich dann halt groß arbeiten gehe oder habe Familie und keine Ahnung was und habe eigentlich überhaupt keine Zeit und dann muss ich dann mich noch hinsetzen und muss das neu programmieren. Ich weiß ja nicht, wie krass aufwendig in Anführungsstrichen diese kleine Mod ist. Das weiß ich ja nicht. Vielleicht ist die auch extrem kompliziert, weil man ja praktisch diese ganzen... Das schmeiß ich jetzt auch mal mit weg. Weil man ja dieses ganze Gezubbel halt neu machen muss. Oder vielleicht muss man auch einfach nur... ich weiß nicht. Irgendwie ein Häkchen setzen oder ein paar Zahlen verändern. Ich werde diese Bäume erstmal stehen lassen. Vielleicht wachsen die ohne Fehler einfach normal nach. Deswegen lasse ich die da einfach mal stehen. So, hier haben wir Winter Squash. Also, hier haben wir einmal die Winter Squash. Wir machen das am besten so... Nach und nach. Winter Squash Seeds. Wir machen das am besten so nach und nach, dass wir nicht durcheinander kommen. Wisst ihr, da sieht man, hier haben wir auch wieder die Samen sichtbar. Hier haben wir winterlicher, der Winterspinat. Der Winterspinat. Da brauchen wir 9. Und natürlich, wir werden, wenn wir da fertig sind... Ach komm. Wenn wir da fertig sind, werden wir das auch wachsen lassen direkt. So, Winterzwiebel. Damit es halt wieder so aussieht, so schön aussieht wie vorher. So. Die Onions. Einmal Bugfixing. So, dann haben wir hier Carrots. Die Winter Carrots. Schmeißen wir erstmal alles weg. Weil ich möchte das nicht unbedingt in der Verkaufskiste liegen haben, das Gezuppel. Na? So. Die Carrots. War auch 9? Nee, war 10. Nix V. So, die Carrots. Und dann haben wir hier noch Lettuce. Also Eis, der Eisbergsalat. Iceberg Lettuce. Das war jetzt natürlich 9. Toll. So. Guck, hier kann ich zum Glück nichts ernten, weil ich brauche hier die Sense. Das ist praktisch gerade. Und hier haben wir... Den Rosenkohl, der wo im Winter so unfassbar viel Geld eingebracht hat. Der Brussels Sprout.
Sodele. Das haben wir auch. So. Einmal. Und wir sehen, hier wächst dann wieder alles so, wie es sein soll. Und tatsächlich sehen diese Crops nicht, soweit ich weiß zumindest, ne, ich gebe keine Garantie, aber die sehen genauso aus wie vorher. Also was da das Problem ist, verstehe ich nicht. So, und jetzt kann ich hier auch nicht mehr ernten, weil jetzt passt das wieder. So, hier haben wir die Ancient Fibers. Und da oben waren auch wieder die Salal Berries. Die Ancient Ferns. Das waren, glaube ich, auch 10 Stück. Schwupps. Und hier haben wir noch die Salal Berry. Das waren Shrub Seed. Shrub. Was hier der Unterschied ist, kann ich halt auch nicht sagen. Pflanze das im Frühling oder Sommer, braucht 13 Tage und produziert kontinuierlich. Und hier heißt es aber Pflanze Anfang des Frühlings, braucht 14 Tage und produziert kontinuierlich Sachen bis Ende des Sommers. Also was davon jetzt das Richtige ist, weiß ich nicht. Ich finde es interessant, dass das zwei verschiedene Versionen gibt. So, zack, zack und zack, zack. Jetzt sieht das alles schon wieder viel schöner aus. Und mir fällt ein, ich kann ja auch die Bäumchen wachsen lassen. Vielleicht funktioniert das hier. Nee, ich glaube, das zählt nur für Bäumchen, die noch nicht ausgewachsen sind. Aber die Früchte, glaube ich, wachsen zu lassen, ich glaube, das funktioniert da nicht. So. Oh Mann, hör auf, die rauszuwerfen, sondern schmeiß die in die Tonne rein, Kind. So, dann haben wir hier die Nettle Leaves. Also, ich glaube, das waren Brennnesseln, ne? Ich weiß das gar nicht mehr. Nettle Starter. Oh Gott, wie viele waren das? 25? 24? Ich weiß es nicht mehr, aber das macht nichts. Ja, 25 waren es. So, dann haben wir die auch gepflanzt. Da. So, die sind auch wieder fit. Dann fehlt hier oben jetzt nur noch die Plümmischen. Einmal die Christmas Rose und einmal die Mahonia, jeweils 5. Die Christmas Rose und die Mahonia. So, die sind auch wieder anwesend. Ups. So, dann können wir hier das Gezuppel auch wieder wegpacken. So, wir warten dann ab, was am nächsten Tag der Dings bringt. Die Bäumchen. So, hier brauchen wir, warum hier zwei verschiedene Objektfehler? Ach, das waren die Früchte selber. Das waren Früchte, geerntete Früchte, die sogar noch Geld bringen würden. Und da haben wir einmal die Samen. Also 275 Samen. Nein. War schon falsch.
Lalalala. Oh. Warte. Ah. Ups. Ja gut, ist egal, wie rum. 275 Samen. Und 856 Beeren in normaler Qualität, ne? Weil hier sieht man 61, 61 ist das normale gewesen. Ist auch kein Sternchen dran. Also 856 normale Beeren. Da sind tatsächlich auch zwei verschiedene. Die ist ein bisschen dunkler als das hier. Ich glaube, das hat noch mit diesem Better Artisan Goods zu tun. Ich glaube, das müsste ich vielleicht auch austauschen. Ah. Weil, wenn es nur die Icons sind, die dadurch angezeigt werden, warum brauche ich das? Ich kann mir gut vorstellen, dass das Stardew Valley Expanded auch super ohne das auskommt, weil die ihre eigenen Icons wahrscheinlich haben. Und die verbessert und das Better Icons verbessert oder lässt die einfach schöner aussehen. Und da haben wir jetzt halt zwei verschiedene IDs wahrscheinlich durch das Update und deswegen sind hier zwei unterschiedliche Dinge, könnte ich mir vorstellen. Aber gut, macht nichts. So, wie viele waren das? Irgendwas mit 800, ne? 856. So rum. Lül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 
Und was war das? Ponderosa und Persimmon. Guck, es wird auch einfach gar nicht mit reingesetzt, weil das halt komplett fehlerhaft ist. Also es sind gewissermaßen komplett neue Items. Und ja, macht keinen Sinn, da eigentlich mitzuarbeiten. Hier fehlt halt auch jede Menge. So. Hier ist alles gut. Ach du Scheiße, was ist das alles? Wintersternrose. Ach, das sind die Blümchen, wo oben auf dem Dingens wachsen, auf dem Berggipfel. Die nehme ich mal alle raus, dass ich hier nicht die ganze Zeit reinschauen muss. Da haben wir hier zwei Wintersternrosen ohne Qualität. Es gibt gar nicht mit Qualität. Okay. Gut. Winterstern, Winterstern, Winterstern. Haben wir vier Stück. Thistle, Thistle, Thistle. Haben wir 15, 16, 18. 18 Thistle. Nehmen wir halt die normalen, was soll's. Und ein, zwei Goldenrod. Oh, guck mal. Goldenrod Honig? Interessant. So, bitteschön. Wenn es halt leider nicht anders geht, mein Gott, dann ist das halt so. Wahrscheinlich hätte ich vorher noch die Even Better Goods rausnehmen sollen, damit das alles wieder seinen normalen Gang hat. Ich werde nach dieser Folge, wenn wir hier alles geupdatet haben, werde ich das Ganze auch mal rausnehmen. Auch die Better Goods, auch die Better Artisan Goods werde ich mit rausnehmen und werde mal nachschauen. Und ich hoffe, die Fehlmeldung, dass da irgendwas fehlt, endet dann, wenn wir komplett die ganzen Sachen ausgetauscht haben. Das ist so meine Hoffnung. So, was haben wir hier? Die Beerberries. Und Dewdropberry. Ach, das sind die da. Das sind die da. 3, 11. Ups, war einer zu viel. Und Dewdrop. Sorry. Ein E zu viel. Und die Dewdropberry. Wie viel waren das? Drei. Aber was interessant ist, die sind noch da. Manchmal ist das so ein bisschen strange. So, hier ist alles gut. Hier ist alles gut. Kann sein, dass wir die dann wieder austauschen müssen, weil die ja hier eine komplett anderes Layout haben. Das kann gut sein. So, hier haben wir alles durch. Ach, was haben wir hier? Ach, das ist das vierblättrige Kleeblatt. Lucky Four Leaf. Vier Stück. Da ist alles tutti. Ah, guck, die vierblättrigen, die bleiben. Manchmal finde ich es strange. So, Ingwer ist da. Die Dinger sind da. Gut, da hat sich eh nichts geändert. Die gehören ja zum Original Stardew Valley. Diese neuen Kürbisse ja auch. Da haben wir noch die Shrub Seeds. So. Sollten übrigens
Okay, ich lasse die mal beide. Ich bin mal gespannt. Da haben wir die Fibers. Sollten übrigens nach diesem Update hier und wenn ich die ganzen Sachen dann raus... Ich hätte diese zwei Mods vielleicht vorher rausnehmen sollen. Da hätte ich mir wahrscheinlich Stress erspart. Sollte das nochmal auftreten, weil ich dann die Mods rausgenommen habe, mache ich das dann aber offscreen. Ich zeige euch jetzt das Ganze hier nur mal, damit ihr das mal mitkriegt, wie das ausgesehen hat, was passiert, wenn mal eine Mod nicht funktioniert, etc. Wenn es jetzt nochmal passiert und ich nochmal updaten muss, dann mache ich das privat schnell, damit nicht irgendwie die Hälfte des Let's Plays damit veranschlagt wird, hier die Sachen abzudaten. So, Mahonia, Christmas Rose. Einmal Eisberg und einmal Winterspinat. So, weil das hier sieht halt auch alles anders aus. Es ist schön, dass das noch da ist. Aber was, wenn das auch mal geupdatet wird? Außerdem sieht das doof aus, wenn hier 50 Millionen verschiedene Icons sind. Die einfach ja, dann auch alle weg sind, wenn mal der Mod-Ersteller keinen Bock mehr hat. Oder wenn mal wieder die Mod geupdatet wird. Ach, das war das Seaweed. Interessant. Aber ihr seht hier, na wobei, warte. Natürlich ist das aufgelistet. Oh, ich bin so dumm. Natürlich ist das immer in der normalen Qualität. Ich muss das oben mit dem Stern angeben. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so unsagbar dumm. Na, egal. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Upsi. Jetzt ist zu spät. Ich habe mir jetzt nur gedacht, ah, ich kriege jetzt hier leider das Violette, den violetten Stern nicht mehr. Das heißt, wir müssen das mal neu angeln. Aber müssen wir tatsächlich gar nicht. So. Hier ist alles Tutti. Guck, das Seaweed existiert noch. Hier ist auch noch alles Tutti. Was ist denn da drin? Ach ja, genau, der Saft da ist auch noch alles Tutti. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Hier auch nicht. Und da auch nicht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob in irgendwelchen anderen Kisten noch was drin ist, aber für gewöhnlich, wenn in irgendwelchen anderen Kisten noch was drin ist, ändere ich ohnehin immer die Farbe. So, damit müssten wir theoretisch fertig sein. Was wir jetzt noch machen könnten, ist einmal in den Wald gehen und schauen, ob da die Sachen normal wachsen. Aber in der Theorie müssten sie normal wachsen. Und ja, ich bin mir dessen bewusst, dass wir gerade schon 48 Minuten haben, aber das gönne ich mir jetzt einfach mal und euch. Das sind normale. Das gucken wir uns jetzt trotzdem einmal an. Aua. Also hier die Dinge sind auf jeden Fall noch da. Boah, hör auf, mich dauernd wegzuschleimen hier. Ja gut, es scheinen aktuell... Doch hier haben wir diese Bären. Die sind auch noch anwesend. Nein. Ich weiß gar nicht, haben wir die eigentlich schon mal... Die haben wir, glaube ich, nicht ausgetauscht, weil die hatten wir bisher noch nicht. Also ich meine, wir hatten sie schon. Wir hatten sie schon, aber mussten sie jetzt aktuell nicht austauschen. Ist hier zufälligerweise... Wo ist ein... Yummy? Toll. Ich habe den natürlich mal irgendwo stehen lassen. Ist hier zufällig irgendwo was, wo ich ausgraben kann? Ja, Kind, lauf doch! Und einmal mit dem Pferd die Treppe runter. Nee, hier ist gerade tatsächlich nichts zum Ausgraben. Oder ich bin blind. Egal. Wir haben auf jeden Fall hier einmal geschaut. Die Bären sind vorhanden.
diese Art Bären sind vorhanden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass die anderen Bären auch alle normal wieder wachsen. Bleibt nur abzuwarten, ob die Bäume normal wachsen. Ob die normal wachsen und bleiben oder ob wir die Bäume neu pflanzen müssen, das müssen wir dann in der nächsten, am nächsten Tag dann gerade gucken. Weil der Vorteil ist ja tatsächlich, dass diese Bäume jeden Tag eine Frucht bekommen. Und da kann man ganz gut sehen, ob die normal wachsen oder nicht. So, wir ernten jetzt noch gerade und dann mache ich hier das. Oh, kann ich das vielleicht auch zu Pferde? Funktioniert das auch? Weil sonst ist der so arschlangsam die ganze Zeit. Ja, sehr gut funktioniert. Geht viel schneller. Hui. Das geht doch viel schneller. Und dann haben wir hier unsere geliebten Bärenbüsche zurück. So wie es sich gehört. Und dann bin ich mal gespannt, was am nächsten Tag ist, ob die Baumfrüchte wachsen. Und dann werde ich mal die zwei Mods rausnehmen. Und dann bin ich mal gespannt, ob wieder was weg ist, ob dann diese doppelten Dinger weg sind oder ob die noch da sind. Weil das alles doch ein bisschen krass verwirrend ist, finde ich. So, ach, unser Feld sieht schon wieder viel schöner aus. Oh, guck, da haben wir noch eins. Da haben wir noch einen vergessen, hinter einem Vogel, hinter einer Vogelscheuche. Ja, und damit haben wir das auch fertig. Und wir könnten eigentlich dann eine Runde schlafen. Ich muss halt nur darauf achten, dass wir nicht einen Freitag verpennen. Versehentlich. Da muss ich nur drauf gucken. Ansonsten ist alles tutti und wir gehen jetzt einfach mal schlafen und gucken mal, was am nächsten Tag ist, vor allem mit den Bäumen. Oh, was tut man nicht alles für ein ordentliches Let's Play, damit alles ordentlich läuft. So, Bärenbüsche sind noch da. Was haben wir hier? Hallo, Grüße, junger Adept. Ich habe in diesem Paket einen Gegenstand von arkaner Bedeutung verpackt. Nutze ihn. Ja, mache ich. So, hier haben wir auf jeden Fall die Bären fertig. Das passt. Hier wächst gar nichts mehr. Auch nicht schlecht. Gut, wir müssen die Bäume neu pflanzen. Hier ist alles tutti. Die Bäume müssen wir einfach neu pflanzen, weil man sieht, es wächst einfach keine Frucht mehr. Objekt. Oh, guck mal, man kriegt sogar, man kräge sogar den Sapling zurück. Aber leider ist der komplette Baum fehlerhaft. Deswegen holzen wir den gerade ab und machen einfach neue. Fertig. Und dann hat sich das. So. 1, 2, 3. Und was war das andere? Ponderosa, Lemon. Leomen, ja. Ja, toll. Bauen wir, pflanzen wir einfach neue Bäumchens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, wie man sieht. Oh, na Mensch. Da fehlt das Grünzeug. Aber gut, das mal ganz ehrlich, das nehme ich in Kauf. Dass da einfach kein Grünzeug dran ist. Vielleicht, weil das Winterbäumchen sind, vielleicht ist da halt einfach nichts. Aber die Früchte sind wieder da. Die Bäume funktionieren wieder offenbar. Und wie man sieht, würden die Bäumchen trotzdem die Früchte spawnen mit dem Baumwachser. Und nicht nur den Baum zu Ende wachsen. Von daher hätten wir das gewusst. Hätten wir bereits Maßnahmen ergreifen können. Aber ist ja jetzt, mein Gott. Ja, es ist ja jetzt, oh warte. Ist ja jetzt nicht so
krass tragisch. Wo ich sage, boah, jetzt ist Ende, jetzt können wir gar nichts mehr machen. Gott sei Dank konnten wir es fixen. Ich hoffe, wie gesagt, dass das Ganze jetzt auch hier verfügbar bleibt. Ich werde die Mods rausnehmen und dann werden wir gucken, was wieder fehlt. Und dann weiß ich Bescheid. Ach ja, Entschuldigung. Und dann weiß ich Bescheid, was dann der Fehler war. Und dann sind hoffentlich keine doppelt und dreifachen Sachen dabei. Das werde ich dann sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir machen den Tag jetzt noch zu Ende. Und gehen dann schlafen. Und dann beende ich die Folge. Und jetzt haben wir auch die ganzen Früchte hier fertig gekriegt. Man sieht, hier ist auch noch alles tutti. Da ist auch noch alles da. Ich meine, ich könnte theoretisch das Ganze auch einfach lassen und könnte sagen, komm, scheiß der Hund drauf. Wir behalten das jetzt so bei. So, hier ist auch noch alles da. Jawohl. Gut. Klingt eigentlich gut. Auch hier sind die Pilze drin. Nee, das waren die Blümchen. Da waren die Pilze drin. Da haben wir noch einen Kaketus. Piu. Der macht so lustige Geräusche. Piu. So, ich werde jetzt gerade mal hier nichts ernten. Ich weiß, da geht uns wahrscheinlich Zeit flöten, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich in der letzten Folge, ob es hier unkrautmäßig irgendwas wäre. Das weiß ich jetzt nicht. La. Guck, da sieht man halt auch, dass die Honiggläser anders aussehen. Ist zwar ganz schick, aber mal ganz ehrlich, wenn der Mod-Ersteller seine Original-Mod schon nicht mehr updatet, dann wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die andere nicht mehr wirklich updaten. Deswegen werde ich die rausnehmen und werde gucken, was ich dann erneuern muss. Nochmal. Also entweder die Icons sehen dann wieder aus wie vorher, was ich hoffe, aber ich bezweifle es. Sondern ich werde dann höchstwahrscheinlich das Gezubbel dann wieder austauschen müssen. Ist zwar ganz schick, dass jeder hier so sein eigenes Icon hat. Aber was nützt mir das, wenn ich bei dem nächsten Update dann wieder alles umändern muss, weil es einfach nicht mehr geupdatet wird? Da bringt mir das auch nichts. Ich meine, guck mal, was wir hier... Wir hatten jetzt fast eine ganze Stunde Arbeit, nur um die ganzen Sachen auszutauschen. Und mit Pech muss ich das für den Folgetag gerade wieder machen. So, wir geben jetzt Alex noch sein Geburtstagsgeschenk, dass wir da im Gleichstand bleiben. Wo ist er denn, der Gute? Ach, nicht Alex, Sam war es, genau. Genau, Pizza. Der stand total auf Pizza. Deswegen kriegt der Gute eine Pizza von uns. Müssen wir aber die Zeit einschalten. Und ich muss mir dann erstmal Nase putzen. Oh. Wenn ich so ein bisschen nasal klinge, nicht wundern. Nee, ich bin gerade nicht krank, aber ich habe so eine unfassbar trockene Luft hier drin. Und ja, die schlägt sich halt auf die Nase nieder. Die Nase ist saumäßig trocken, sie trocknet aus. Der Nasenschleim, der natürliche, der auf der Schleimhaut sitzt, der trocknet mit aus und macht ein ekliges Gefühl. Und ja, aus diesem Grund fühlt sich meine Nase scheiße an. Ach, ich muss erstmal wieder trinken. Komm, weißt du was? Es tut mir leid, Freunde. Nee, war doch falsch. Ach, Menno.
Alter, hast du mich erschreckt. What the hell? Da hörst du Vadim aber mal aufschreien vor Schreck, du. Moin, guck mal, ich hab Frühstück. Bitteschön. Hat mich bitte eine Weile bedeckt. Ich möchte mir Bürgermeister Louis nicht zum Feind machen. Joa, wie schaut's aus? Liebst du mich genug für eine Beziehung, mein Freund? Jo, tu da, supi. Dann kriegst du gleich einen Blumenstrauß zum Frühstück. Bitteschön. So. So schnell kann's gehen. Morgens zum Frühstück eine Pizza und direkt danach einen Antrag, weißt du? Warum nicht? So, Kinder, wir sind aber 50 Minuten. Das wären jetzt schon locker irgendwie 2,5 Folgen. Aber egal. Das gönnen wir uns einfach mal. Die Special-Folge mit Überlänge, wo wir die Bugfixing betreiben. So. Wir haben das Wichtigste gemacht. Der Rest ist jetzt einfach mal unwichtig. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Dann beende ich die Folge und dann sehen wir uns wieder. Und drückt mir die Daumen, dass ich nicht die Hälfte dann entfernen muss nochmal. Es wäre schön. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.